Kreuz Essen Nord, 20 Minuten drauf, 7 Kilometer Stau. Nach Unfall ist da nur ein Fahrstreifen von Wuppertal zwischen Kreuz Recklinghausen und Richtung Recklinghausen, 6 Kilometer Stocke, ein Plus von 20 Minuten ab Kreuz Buchen. Die A44 läuft hier auch Richtung Aachen, die bleibt zwischen Altenhofen und Alsdorf wegen Rhein. Hallo und herzlich willkommen bei Boxerbus Garage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht um meine Simson-Schwalbe K51-1. Und wie ihr im Titel gesehen habt, ist meine Simme kaputt. Ganz lustige Geschichte. Zunächst einmal, die Simme habe ich ja jetzt seit knapp 4 Wochen oder 5 Wochen vielleicht sogar schon. Und ich bin ganze 3 Mal damit gefahren. Und ich habe sie schon kaputt gekriegt. Das ist meine Meisterleistung. Aber ich zeige euch jetzt erst einmal, was genau kaputt ist. Ja, es geht um das Hinterrad, denn wie man sehen kann, ist hier keine Luft mehr drauf. Und viel schlimmer ist, dass hier die Speichen kaputt sind. Und nicht nur eine, sondern 5, 6 Stück. Und die haben hier höchstwahrscheinlich in den Schlauch gedrückt. Und deswegen ist der Schlauch jetzt auch hinüber. Wie habe ich das hinbekommen? Ganz einfach. Ich habe mich mit dem lieben Jan verabredet. Ich sagte zu ihm, komm, heute ist geiles Wochenendwetter, es war ein Sonntag, wir fahren ein bisschen heizen. Das hat dann wirklich 3 Kilometer lang gehalten. Ich wusste vorher, dass schon 1 oder 2 Speichen kaputt sind und hatte schon überlegt, was ich jetzt mache. Mache ich neue Felgen drauf, speichere ich die alten nur wieder neu ein, weil die Reifen sind auf denen, die ich jetzt hier drauf habe, noch ganz gut. Die sind so gut wie neu. Jedoch kann man hier auch sehen, dass die nicht sehr wunderbar schön sind. Die sind nämlich schwarz einfach übergeduscht worden. Der Vorbesitzer hat wahrscheinlich das Rad einfach angedreht und damit eine Sprühdose drüber gejaucht. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Höchstwahrscheinlich sind die gegenüberliegenden Speichen von denen, die hier rausgebrochen waren, haben sich gelöst, weil kein Zug mehr auf der Felge war. Dadurch haben sich jede Menge dann gelöst. Teilweise sind dann welche gebrochen. Und jetzt habe ich, glaube ich, 6, 7 Stück, die sind kaputt, die restlichen sind alle lose, der Reifen ist fratze, das Ding läuft total scheiße und ja, wir haben einen Schaden hier und jetzt müssen wir diesen auch beheben. Dafür habe ich mir neue Felgen besorgt und die werde ich euch jetzt zeigen. Ja, ich habe bei eBay diese verchromten Felgen gefunden, diese sind schon fertig gespeicht und hier sind brandneue Reifen drauf mit neuen Schläuchen für einen super Preis, da konnte ich nicht meckern. Und ich hatte erst überlegt, ob ich das Bett in einer anderen Farbe mache, aber dann müsste ich wieder alles neu kaufen und dann wäre es noch ein Stück teurer gewesen. Und ich will das ja eigentlich auch als Low-Budget-Projekt halten und das Ding soll halt einfach laufen für im Sommer. Und deswegen stecken wir da jetzt nicht großartig viel Geld im Anfang rein, solange wir noch mit unserem Offroad-Projekt dran sind. Aber es soll heute in diesem Video darum gehen, dass wir diese Felgen hier verbauen und dann machen wir noch ein bisschen Low-Budget-Tuning an der Simme. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an und werden vorne das Vorderrad ausbauen und dann schon einmal die erste Felge neu einsetzen. I'm just living my life.
verbaut. Ich bin sehr zufrieden. Leider konnte ich das Profil hier nicht fahren, also mein Enduro-Profil, was hier noch steht. Eigentlich wollte ich das haben, weil das halt zu diesem Coffee Racer-Look mehr gepasst hätte. Problematisch war aber, ich konnte hier die Reifen schlecht abziehen und deswegen habe ich gesagt, bevor ich mir hier die neuen Felgen komplett kaputt mache, habe ich jetzt mal das in Kauf genommen und fahre jetzt das Profil. Die Optik an sich gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wir haben einen geilen Kontrast zu dem Panzer oder zur Verkleidung, zum Blechkleid. Finde ich ganz geil. Ich wollte unbedingt solche haben. Ich bin sehr zufrieden damit. Die Namendecke kommen auch geil zur Geltung. Hier in schwarz gehalten. Ihr seht, die ist jetzt schon gerade ein bisschen gelaufen, weil ich habe natürlich die Bremse alles abgemacht. Habe geguckt, ob das alles wieder passt. Hat funktioniert. Bremse ist wieder eingestellt. Alles hat einen sauberen Lauf. Sie ist nicht mehr am Wackeln mit dem Arsch hinten. Also wir haben keine Umwucht mehr. Jetzt geht es weiter hier mit unserem anderen Sachen. Zunächst einmal müssen wir hier dieses Gepäckband noch dran machen, weil das fehlt bei mir. Gepäckträgerband ist drauf. Ihr könnt sehen, ich habe es schon mal getestet. Sieht ganz gut aus. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben, und zwar ums Tuning. Und wir werden hier ein bisschen low-busted Tuning betreiben an der Schwalbe. Und zwar habe ich mir hier einen kleinen Luftfilter mitbestellt, damit ich kostenlosen Versand hatte. Hat nur 10 Euro gekostet. Und den werden wir jetzt da drauf machen. Ich weiß nicht, ob ich hochdüsen muss, weil wir ja jetzt mehr Luftvolumen kriegen. Das werden wir dann die Tage mal schauen. Wenn gutes Wetter ist, fahre ich dann eine Runde. Aber erstmal will ich gucken, ob dieser kleine Luftfilter hier drauf passt. Warum habe ich so einen? Ganz einfach. Ich kann dann hier diese komplette Führung von dem Luftfilterkasten, der hier hinten sitzt, kann ich einfach ausbauen und den hier drauf stecken. Und wenn ich dann keine Lust mehr darauf habe, ziehe ich den runter und baue das wieder dazwischen und dann kann ich den originalen Luftfilterkasten sitzen lassen. Aber ich werde den jetzt einfach mal verbauen und dann werden wir mal schauen, ob der was bringt, zumindest vom Hören her. Luftfilter ist verbaut. Ihr konntet hören, man hört jetzt richtig schön das Ansauggeräusch vom Motor. Das gefällt mir so ganz gut. Wir werden jetzt die nächsten Tage ein bisschen fahren. Dann werde ich schauen, wie das Kerzenbild ist. Ich gehe mal davon aus, dass die ein bisschen zu mager läuft. Wahrscheinlich werde ich mir noch Düsen bestellen und ein bisschen hochdüsen. Ich verspreche mir davon eigentlich keinen großen Faktor, außer dass das Ding ein bisschen vom Ansauggeräusch brutaler geworden ist. Und eventuell könnte auch ein bisschen mehr Leistung sein, weil ich ja dann mehr Kraftstoff und mehr Luft gebe. Aber das ist dahingestellt. Eigentlich habe ich es nur gemacht, damit man das Ansauggeräusch hört. Ja, ich werde den Deckel wieder draufschmeißen und dann sind wir an der Schwalbe für heute dann auch komplett fertig. Und damit würde ich auch dieses Video dann beenden. Wieder ein kleines Video zur Schwalbe. Sie läuft wieder. Ich bin wieder super happy. Die Felgen sehen richtig Porno aus. Gefallen mir sehr gut. Und das mit dem Luftfilter hat auch gut funktioniert und man kann es natürlich schnell wieder zurückrüsten. Das Teil habe ich da oben jetzt liegen. Sieht man vielleicht im Hintergrund, da oben ist es. Also wenn da irgendwelche Probleme gibt, kann ich einfach den Schnorchel wieder dazwischen machen und alles ist wieder original. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wieder Peace und bis zum nächsten Mal. Ciao.